Moin moin Freunde meines Kanals und die, die es noch werden können. Mein Name ist André, ich leite den Kanal Zeuserix jetzt sehr aktiv seit Mitte letzten Jahres und halte euch hier bezüglich Xbox News immer auf dem Laufenden. Also wir reden immer wieder über Xbox-Themen. Es gibt auch gelegentlich im Spiele-News, über die ich eben sprechen möchte, also ab und zu auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, finde ich dann auch immer ja sehr wichtig. Also dementsprechend werden wir auch darüber ein bisschen sprechen. Aber wenn das alles Themen für dich sind, dann bleib gerne mit einem Abo am Start. Im Gegensatz zu Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. ist das Ganze komplett kostenlos. Und warum komme ich auf Netflix? Weil wir heute auch über den Xbox Game Pass sprechen, der doch gerne als Netflix der Spiele bezeichnet wird. Spiele kommen, Spiele gehen. Also bleib am Start, wenn du wissen möchtest, was geht, was kommt. Da ich es leider verpasst habe, euch die Spiele zu sagen, die im Januar verschwunden sind, kommen wir auf jeden Fall zu den Games, die im Februar verschwunden sind. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach an mit den Spielen, die jetzt bald verschwinden, weil dann können wir auch nur noch positiv überrascht werden, wenn wir zu den Spielen kommen, die den Weg in den Xbox Game Pass finden. Verschwinden wird auf jeden Fall The Blob, Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden ist, glaube ich, nicht mal in Deutschland verfügbar gewesen, aber taucht natürlich eben in der Liste auf. Shadows of the Damned wird ebenfalls verschwinden. Ich glaube, waren beides Xbox 360 Titel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dirt 4. Das ist dann der Xbox One-Titel, der dann eben verschwinden wird. Und World of Horror. Das sind eben die Spiele. Ich glaube, das kann man eben verkraften. Aber es ist auch gar nicht so schlimm. Denn vergesst bitte nicht, bei jedem Spiel, was eben aus dem Game Pass verschwindet und ihr seid Game Pass-Abonnent, dann könnt ihr eben 20% beim Kauf dieser Games eben sparen. Die aus dem Game Pass verschwinden, weiß der ein oder andere vielleicht gar nicht. Aber ist, glaube ich, nett zu wissen, wenn man da auch noch einen Rabatt hat, wenn dann eben Spiele verschwinden und man hatte großes Interesse von euch, diese zu kaufen, dann könnt ihr wenigstens 20% sparen. Wo ihr aber nicht sparen müsst, sind natürlich bei den Games, die dann den Weg in den Xbox Game Pass finden. Und da kommen wir jetzt zu. Kommen wir als erstes zu den Spielen, würde ich sagen, die einige schon von euch auf dem Schirm haben, weil sie bereits seit dem 4. Februar im Xbox Game Pass sind. Das ist einmal Ghost of a Tale. Das ist von mir übrigens eine Empfehlung. Ist jetzt nur auf dem PC, nicht auf den Konsolen, aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist ein wirklich tolles Spiel. Man spielt eine Maus da und muss sich da eben so durchschlagen. Ich fand es wirklich interessant. Auch die Idee dahinter, wie das Gameplay funktioniert, ich fand es echt spannend und cool. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Weiterhin haben wir Project Winter. Das ist eben auf den Android, Xbox und PC. Also ihr könnt es eben auch streamen. Und dann eben The Falconeer, ein, ja, ich sag mal, Xbox-Exklusiv-Game. Ist jetzt nicht von den Xbox-Game-Studios, wenn ich mich jetzt nicht irre, sondern eben ein verpartnertes Spiel. Und da steuert man eben einen Falken und ja, mit Rüstungen und so weiter. Man hat eben auch Geschütze und muss sich dann in Luftkämpfen halt durchschlagen. Es kam mit dem Start der Xbox Series X und S eben raus. Ist auch komplett Next-Gen optimiert, also in 4K und 60 Bildern pro Sekunde läuft es auf der Xbox Series X. Und bei 1800p mit 120 Bildern pro Sekunde inklusive HDR und so weiter auf der Xbox Series X dann eben in diesen 120 Hertz Modus. Das gleiche haben wir auch bei der Xbox Series S. Da läuft es allerdings in der nativen Auflösung auf 1800p bei 60 Bildern pro Sekunde. Ich glaube 1080p war es bei 120 Bildern pro Sekunde. Also komplett optimiert eben für die Next-Gen-Konsolen. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Reinschauen sollte man aber auch bei Final Fantasy The Zodiac Age, das dann eben für die Xbox und den PC erscheint. Dann haben wir einmal Jurassic World Evolution und da muss ich sagen, wirklich, wirklich tolles Spiel. Also wer auf dieses Jurassic Park Franchise-Ding steht, muss es sich umgucken, seinen eigenen Park bauen und die Dinos, die sind wirklich sehr detailliert, sieht das Ganze aus. Also ich kann euch das an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Das könnt ihr dann einmal über Android und Xbox, also hier dann nicht für den PC, soweit ich weiß, sondern im Konsole und im Stream via xCloud. Und dann haben wir einmal Stealth of Inc. 2 Game of Clones. Das ist dann auch für Android und im Xbox. Und Wolfenstein Youngblood ist ja jetzt schon länger in den Game Pass. Ab sofort habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze zu streamen. Finde ich, das sind aber erstklassige Titel für den Monat Februar, muss man sagen. Also das, es gab jetzt schon bessere Monate, ja, aber ich finde, das sind schon wirklich starke Titel, wo man jetzt im Geld sparen kann. Man muss sie sich nicht kaufen, gerade bei The Falconeer, finde ich, ist dann doch eine sehr tolle Sache. Ich war auch erst am Überlegen, ich glaube 40 Euro kostet es. Wo es denn jetzt im Game Pass ist, ist es doch umso besser, das einfach mal starten zu können.
Meint ihr nicht? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ist eure Meinung zu den Xbox Game Pass Titel? Was sind überhaupt, würde mich auch mal drin interessiert, was sind so eure Xbox Game Pass Favoriten? Was sind Spiele, wo ihr sagt, die könnte ich die ganze Zeit spielen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und bevor wir mit dem Thema Xbox Game Pass durch sind, möchte ich auch mal was hinzufügen, und zwar Final Fantasy VII Remake. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel, was dann eben bei Fans dann ja gleich für große Aufruhr sorgt, im positiven Sinne einfach. Es kam im letztes Jahr, ich glaube im März rum, war das eben für die PlayStation-Konsole aus und ist immer auf ein Jahr exklusiv. Ich glaube, 2. März war das. Theoretisch gesehen also wäre jetzt der 2.3., der eben kommt, also nächsten Monat, diese Exklusivität abgelaufen. Somit kann dieses Spiel eben auch auf die Xbox-Konsole kommen. Doch wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus mit Final Fantasy VII Remake? Wird dazu noch irgendwie mal was gesagt? Und ja, denn der Xbox Game Pass Twitter-Account, der hat dann eben einen Tweet rausgehauen, ob es denn wirklich Final Fantasy ist, wenn es doch mehrere Fortsetzungen hat. Und darauf hat dann eben Square Enix diesen Tweet zitiert nochmals und hat geschrieben, hold my Cosmo Canyon at Xbox Game Pass, we need to talk. Und soweit ich weiß und mich ein bisschen informiert habe, ist dieses Cosmo Canyon ein Bestandteil eben von Final Fantasy VII, dem Remake. Also bekommen wir sogar nächsten Monat, übernächsten Monat, je nachdem, es lässt sich jetzt nur spekulieren, aber kann es sein, dass sogar die Veröffentlichung auf Xbox damit zusammenhängt, dass der Titel direkt in den Xbox Game Pass kommt? Ich glaube, da wird sich der ein oder andere von euch sehr freuen, wenn man Final Fantasy VII Remake direkt im Game Pass hat, gleichzeitig mit der Veröffentlichung. Vielleicht ist es sogar ein starkes Ding, was Square Enix und Xbox bekannt geben werden noch. Vielleicht auf der Xbox Game Pass einfach mal eben ganz spontan einen Tweet raus und ach, übrigens Leute, Final Fantasy VII Remake ab 15.03. im Xbox Game Pass. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber einfach mal, wir kennen es doch, ne? Das ist hier in der Xbox Game Pass Account. Ich glaube, das ist jetzt des Öfteren, dass da einfach mal so gerne so ein Tweet rausgehauen wird. Ach, übrigens, ist auch im Game Pass drin. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Cool finde ich aber auch die Tatsache, dass The Division 2 fortgesetzt wird. Fortgesetzt im Sinne von Content, und zwar bekommen wir neuen Content in The Division 2, und zwar im Laufe des Jahres. Das vermeldete eben die Twitter-Seite bzw. Massive Entertainment via Twitter. Es gab eben eine kleine News, dass sie eben weiterhin an The Division 2 arbeiten, dass es dort neuen Content gibt. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen, aber man wird eben, sobald man Näheres weiß bzw. Näheres mit den Fans teilen kann, eben veröffentlichen. Auch den Finanzbericht, den Ubisoft eben veröffentlicht hat, wo ich euch schon das ein oder andere, glaube ich, in einem Video zugesagt habe, oder ich war es auf Twitter, ich weiß es gar nicht mehr, folgt mir auf jeden Fall auf Twitter, dann bleibt ihr auch dort immer auf dem Laufenden. Auf jeden Fall haben wir ja mit Warlords of New York eine große Erweiterung bekommen, und aus dem Finanzbericht ging eben hervor, dass das The Division Franchise dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall mit Content versorgt werden soll. Wie das Ganze allerdings jetzt im Großen und Ganzen aussieht, das weiß man nicht, denn man hat jetzt lediglich sich dazu geäußert, dass es im neuen Content zu The Division 2 in diesem Jahr geben wird. Im Laufe des Jahres, zum Ende des Jahres, da ging man jetzt nicht weiter rein. Man hat kein Release-Datum für den neuen Content genannt, auch nicht, wie er aussehen soll. Bleibt es bei Seasons oder bekommen wir vielleicht sogar eine Erweiterung wie Warlords of New York? Das wird eine neue City bekommen. Und wie sieht es dann eben im Jahre 2022 aus? Denn wir wissen, da geht es mit dem Division-Franchise weiter, aber das ist ja jetzt eine reine Auslegungssache. Gehen wir jetzt mit dem zweiten Teil, setzen wir mit dem zweiten Teil jetzt weiter fort und bekommen wir neuen Content dann eben im Jahre 2022 auch noch zu The Division 2. Also vielleicht wird es ja auch ein Zweiteiler, dass man dort vielleicht doch an etwas Größerem arbeitet eben oder schon länger an etwas Größerem arbeitet, was dann eben in zwei Teilen veröffentlicht werden soll, wo eben Teil 1 dieses Jahr kommt und der Teil 2 dazu dann im nächstes Jahr. Oder bekommen wir vielleicht sogar The Division 3 nächstes Jahr. Auch das ist ja immer noch möglich, denn vielleicht hängt ja der neue Content, der dann eben in The Division 2 kommen soll, mit Division 3 oder mit einer Ankündigung zu The Division 3 zusammen. Und dementsprechend muss man halt noch warten, beziehungsweise man wartet noch, bis man eben mehr zu The Division 3 vielleicht sagen kann, dass man vielleicht im Sommer oder ja auf die E3 die
theoretische E3. Ich denke mal, es wird wieder eine Ubisoft Forward werden. Ich weiß, dass die E3 dann mehr oder weniger digital stattfinden soll, aber man soll wohl einen sechsstelligen Betrag bezahlen, um da dann überhaupt teilnehmen zu können. Und ich glaube, das Jahr, letztes Jahr hat dann eben gezeigt, dass es auch ganz gut ohne die E3 klappt und die Leute ihre eigenen Events abhalten können. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wollt ihr gerne in die E3 zurück oder sagt ihr, nö, wenn die Entwickler das hinbekommen, eine tolle Show auf die Beine zu stellen, nur für sich, dann reicht mir das auch vollkommen, es braucht keine E3. Würde mich mal brennend interessieren. Aber brennt würde mich, wie gesagt, auch interessieren, wie sieht's aus mit The Division 2? Was ist so eure, ja, Ansicht? Glaubt ihr, wir bekommen den dritten The Division-Teil oder glaubt ihr, es wird Division 2-Content geben, der lahm sein wird, der wird dieses Jahr kommen, um das Franchise noch zu strecken und nächstes Jahr wird man wieder ein paar Seasons noch raushauen, damit man es noch weiter strecken kann, bis das Franchise kein Geld mehr abwirft. Wäre schade, ich hoffe, wie gesagt, auf eine Division 3-Ankündigung Mitte des Jahres und das Ganze dann, dass es dann zusammenhängt mit dem Content, den man bringen möchte. Und dass man darum noch nicht weiter dazu sagen kann. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Das soll es dann auch mit den heutigen Infos, mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal komplett kostenlos und aktiviert die Glocke, damit ihr eine sofortige Benachrichtigung erhaltet, sobald ich dann eben ein neues Video für euch hochgeladen habe. Schreibt mir, wie gesagt, auch gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Lasst uns da gemeinsam mal ein bisschen spekulieren und diskutieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in dem nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare über dieses Format, wie ich das Ganze jetzt gestaltet habe. Ist ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung dazu bitte gerne in die Kommentare. In diesem Sinne sage ich, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, euer Zeus.